Ich denke, dass die Brauchwasserwärmepumpe für jeden was ist, der es in seinen Heizkreis integrieren kann. Und ich gehe davon aus, dass wir von Frühjahr bis Herbst kein Gas mehr brauchen, um das Wasser zu erwärmen. Der CO2-Online-Praxis-Check, heute bei Michael aus Schwäbisch Hall. Warum habt ihr euch für eine Brauchwasserwärmepumpe entschieden? Ja, wir haben schon einige Maßnahmen an unserem Haus getroffen. Balkonkraftwerk, bald kommt PV und das ist der nächste logische Schritt, jetzt eine Brauchwasserwärmepumpe. Wie sieht so eine Brauchwasserwärmepumpe eigentlich aus? Können wir uns die einmal anschauen? Na klar, komm mit, ich zeig's dir. Ah, das ist sie also. Aber was hattet ihr denn vorher hier verbaut? Vorher war eine Gastherme verbaut mit Warmwasserspeicher. Und was macht jetzt die Brauchwasserwärmepumpe so sparsam und umweltschonend? Brauchwasserwärmepumpen sind besonders effizient und ich kann den Strom meiner PV-Anlage nutzen, um das Wasser aufzuheizen. Unter uns, hast du nicht Angst, dass das Wasser nicht mehr richtig warm wird? Nee, da habe ich keine Angst. Das Wasser wird auf 65 Grad Celsius hochgeheizt, wärmer kann man gar nicht duschen. Wie sah denn bei euch der ganze Prozess aus? War das kompliziert in der Planung? Ich hatte Glück, ich bin auf meinen Heizungsbauer zugegangen und er hat mich dabei gut beraten und konnte mir innerhalb von kürzester Zeit ein gutes Angebot unterbreiten. Apropos Angebot, wie sah es denn mit den Anschaffungskosten aus? War das eine große Investition? Die ist auf jeden Fall eine Investition, doch bei uns wird sich das nach 5 Jahren schon rentiert haben. Und wie sieht es denn jetzt mit dem Sparpotenzial aus? Wir sind ein 4-Personen-Haushalt und ich gehe davon aus, dass wir von Frühjahr bis Herbst kein Gas mehr brauchen, um das Wasser zu erwärmen, sondern eben das mit unserer PV-Anlage schaffen. Und da rechnen wir mit einem Sparpotenzial von 800 Euro pro Jahr. Nicht schlecht. Würdest du denn sagen, dass die Brauchwasserwärmepumpe was für alle ist? Und was plant ihr noch für Klimaschutzmaßnahmen? Ich denke, dass die Brauchwasserwärmepumpe für jeden was ist, der es in seinen Heizkreis integrieren kann. Und wir selber planen noch die restliche Dachfläche mit PV-Anlagen auszustatten und dann noch am Vollwärmeschutz zu arbeiten. Für alle, die sich für das Thema interessieren, was würdest du denn raten, wie man am besten loslegt? Ja, ich würde mich erstmal online informieren, was es für Möglichkeiten gibt. Und dann würde ich auf den Heizungsbauer meines Vertrauens zugehen und ihm um Unterstützung fragen bei der Planung und auch ein Angebot letztendlich einholen. Vielen Dank. Na dann, lass uns doch mal schauen, ob es warmes Wasser gibt. Ja, komm mit. Wollen Sie auch Warmwasserkosten sparen? Informieren Sie sich unabhängig auf warmwasserspiegel.de.